Hallo Freunde und willkommen zu einer weiteren Runde War Thunder. Heute ein schönes Match im Frachthafen. Eine Karte, die ich eigentlich nicht sonderlich gut leiden kann. Sie ist offen und gleichzeitig geschlossen und irgendwie ist A halt durch diese lange Straße total separiert. Ich bin wieder mit meinem Kollegen Kampfholzi von Semtex unterwegs und wir gucken mal, was hier funktioniert. Und Spoiler-Alarm, ich habe es geschafft, in diesem Match so viel Glück zu haben und 10 Kills zu machen. Das ist für mich außergewöhnlich, aber es wird nicht so anfangen, also bleibt dran. Kleines Wort zum Thema zusammen mit anderen Leuten spielen. Oh, da steht was. Das hat mich ja fast erwischt. Er schoss zu kurz. Ich schoss zu weit rechts. Aber ein Versuch war es wert. Den Rauch habe ich da gelassen, damit nachfolgende Verbündete dadurch gedeckt werden. Kleines Wort zum Thema Zusammenspiel mit anderen Leuten. Ihr hört keine Gespräche von mir in den Audioaufnahmen. Das liegt jetzt hier daran, weil das einfach nur ein Replay ist, wo ich das Voiceover drauflege, weil leider die Spieldatei bzw. die Videodatei korrumpiert wurde, auf die ich das aufgenommen hatte. Jedoch findet ihr auch in meinen normalen Aufnahmen keinerlei Stimmen von meinen Teammitgliedern. Einfacher Grund, ich habe das rausgefiltert, ich habe die Audiospur getrennt. Jeder hat das Recht, dass seine eigene Stimme aus dem Internet rausbleibt, beziehungsweise auf YouTube und Aufnahmen. Folglich hätte ich ein riesen Datenschutzproblem, wenn ich das nicht mache. So, gucken wir uns doch mal die Karte an. Der Gegner hat sich B geholt, der Gegner hat sich C geholt. Scheiße. Zugzwang, beziehungsweise eingebildeter Zugzwang. Das hatten wir ja schon im Hürtgenwald, das Thema. So, wir haben aber hier Forces, wir haben hier Forces und die werden bestimmt hier runter pushen. Für uns aber trotzdem wichtig, über Punkt A Kontrolle zu gewinnen. Wir wissen, dass 2-3 Gegner hier rübergekommen sind. Einer davon ist schon raus. Wir sind selber zu dritt. Gleichzeitig halte ich hier das Auge auf diese Seite offen, um alles, was vielleicht westlich B rankommt, weg rauszunehmen. Oh, da ist schon was. Ein Borkenkäfer kam aus dem Wald. First Blood. Geschossen, wieder zurück, kein Angriffsziel bieten. Wusste ich, dass er da kam? Nein, war einfach nur so ein Gefühl. Und der nimmt mich aufs Korn, aber da kann ich das Gebäude zwischen mich und ihm bringen. Der Heli wurde zum Glück frühzeitig von Holzi angesagt, folglich konnten wir uns dagegen verteidigen. Holzi hat nur ordentlich was abbekommen, deswegen einmal zurück und reparieren. In den Heli können wir gerade nichts tun. Aber wir haben die Hoffnung, Anti-Air rettet uns den Arsch. Einmal schön die Rohre zusammenlegen. Nicht die Strelle kreuzen, Freunde, nicht die Strelle kreuzen. Da war was. So, wir wissen, die Gegner sind auf A. Unser Plan jetzt einfach, wir machen eine Schere auf, ja? Wir machen einen Trichter auf. Ich gehe rechts, Holzi fährt gerade. Er zieht die Aufmerksamkeit, ich ziehe ihn raus. So ist zumindest unser Plan. Pläne sind was Superes. Bis man dann nicht durchkommt, weil das so ein Objekt ist. Er sagt, ein Geschützverschluss ist raus. Aber das ist ein wundervolles Objekt. 775. Das funktioniert da anders. Gut, dann komme ich halt mit meinem Begleitpanzer zurück. Schauen wir uns die Karte wieder an. Was liegt an? Holzi nimmt Punkt A ein, er hat das Objekt rausgenommen. Der Gegner hat Punkt B unter Kontrolle und unser Team ist massiv bei C. Da hier Leute sterben und da Leute sterben, weiß ich, wir haben Gegner direkt vorm Spawn. Gegner von B werden zwangsweise zu A rüberdrücken und Holzi einkreisen. Das ist natürlich bescheiden, aber wir gucken mal, was wir daraus machen können. So, ein Kill, ein Tod. Eigentlich ist es ja pretty even. Also, wer sich fragt, warum beim Begleitpanzer die Geschwindigkeitsansage runter... Oh, come on! Moment, was zur... Ja, Heli. Vielen Dank. Hätte man sehen können. Habe ich aber verkackt. Gut, dann gegen Heli hilft ein Gepard. Dann holen wir uns doch mal einen Gepard. Also, was ich sagen wollte, die rote Geschwindigkeitsansage beim Begleitpanzer zeigt an, dass man zu schnell ist, um die ATGM abzufeuern. Also, die Tau. Ich glaube, das Limit liegt bei 5 km/h. Gut, jetzt erstmal Heli suchen mit dem Gepard. Holzi hat es auch erwischt. Die haben A unter Kontrolle, die haben B unter Kontrolle. Es sieht strategisch echt schlecht für uns aus. Da ist was.
Jetzt nicht mehr. Hat mir allerdings das Radar zerlegt und ich mag mein Radar, also repariere ich kurz. Ist schon geil, wenn man sich aus dem Spawn rauskämpfen muss. Ich hasse das wie die Pest, aber es ist halt War Thunder. Wenn der Gegner volle Map-Controller hat, dann kommt er bis zum Spawn, weil den hält nichts davon ab. Und er will ja die Kills und Punkte haben, also das ist ein Dilemma. Ja, es gibt immer die Leute, die sagen, oh, die bösen Spawn-Camper. Was sollen sie machen? So, ich hau da auch nochmal rein. Aber ich komme nicht durch. Dafür ist er zu angewinkelt. Ich riskiere das nicht, dass ich das Return-Fire ziehe. Ich versuche ihn zu be... Und dann tollen sie raus. Und ich komme wieder nicht durch. Am Ende des Tages ist es eine Idee. Boah, noch einer. Straight against. Yo. Also jetzt wird es langsam nicht mehr witzig, ne? Wir hängen in unserem Spawn. Wir haben alle Punkte verloren. Wir haben 0% Map-Kontrolle. Guck mal, wo unsere Anti-Air hier hinfährt. Also es ist echt scheiße gelaufen. Ich komme nochmal mit meinem Leo A1 A1. So. Und versuche jetzt hier mal erstmal den Typen rauszunehmen, der uns beide gerade verarscht hat. Genauso unsere andere Anti-Air jetzt gerade noch rausgenommen hat. Das darf einfach nicht wahr sein, ne? Oh, warte kurz. Da will mich was. Ich schieße zu spät. Drücke ihm aber schön meine Frontpanzerung entgegen. Ja, auch die 30 mm frontal funktioniert das relativ gut, die auszuhalten. Ihr dürft halt nur nicht wirklich anschrägen. Mir bleibt jetzt gerade nichts anderes übrig, als da abzuaimen. Denn wenn ich das nicht tue, dann holt er mich. Die Rakete von Holzi hängt irgendwie an dem Turm. Warte, das müssen wir uns ankennen. Kein Durchschlag und er hat mir die Kette gezogen. Aber jetzt kommt hier wieder das Witzige. Holzi hat sich tierisch aufgeregt. Weil aus irgendeinem völlig unerklärlichen Grund wollten seine Raketen alle immer in diese Leiche da vorne reindonnern. Gott weiß warum, aber sie haben es gemacht. Und selbst wenn er sie irgendwie klariert hat, wieder der Turm. Manchmal will War Thunder einen echt veräppeln. So, ich habe fertig repariert und jetzt wollen wir mal gucken, was wir daraus machen. Und der schießt nicht zurück, also können wir pushen. Holen uns noch den Fahrer und das war's. Schön den Blick auf die offene Lane rüber. Der leichte geht darüber, kann sich Punkt A holen. Mein Ziel ist Punkt B. Punkt B wird schwieriger sein einzunehmen, also gehe ich da rein. Und jetzt kommt The Magic. Ja, ich habe 3 Kills, 3 Tote. Wir sind über die Hälfte im Game. Wir haben strategisch schon richtig den Arsch offen bekommen. Und unser Team hat es geschafft, Punkt C zu kriegen. Ich kann hier vorrücken. Ich sehe nichts. Da kommt was angeflogen, aber das juckt jetzt auch nicht. Nee, das ist ein Teammate. Wir haben quasi so gerade so ein bisschen strategisches Comeback. Auch wenn die auf C sitzen, das juckt gerade nicht wirklich. Wir holen uns B und wir kommen aus unserem Spawn raus. Das ist das Wichtigste. Sobald wir nämlich wieder Bewegungsfreiheit haben, haben wir strategische Optionen. Hängst du in deinem Spawn, dann machst du gar nichts. Verbündete nimmt B ein, also gucke ich, dass ich irgendwo vielleicht noch anrückende Feinde rausnehme. Krieg einen Call, dass da wahrscheinlich noch was bei Alpha ist. Währenddessen rückt Holzi auf A vor. Geduld ist eine Tugend in War Thunder. Und man muss sie haben. Und Augen offen halten, was das Objekt da vorne nicht getan hat. Hätte es das getan, wäre es das für mich gewesen. Da
ist noch ein MBT auf der Seite. Wir brauchen jetzt die 2 Punkte, uns gehen die Tickets aus. Ich überlasse A trotzdem den Light Tank, weil der MBT gerade geplatzt ist. Ich will vor allem dafür sorgen, dass niemand rüber zu Punkt A kommt. Was kann ich... Ah, da ist was. Ich sehe ihn aus dem Spawn rauskommen, aber das ist zu spät, zu langsam. Ach, übrigens, wenn einer weiß, wie man dieses Fahrzeug verloren oder verbindet, irgendwie aktualisieren soll oder dass die Verbindung entsprechend so ist, dass es richtig angezeigt wird, das wäre super. Ich finde es irgendwie nicht in den Einstellungen von Warthunder. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ich würde mich sehr freuen. So, nenne ich das mal ein Comeback? Ja, von 0% Map-Kontrolle zu, wir haben wieder alle 3 Punkte und wir haben Bewegungsfreiheit auf unserer Seite der Karte und wir stehen vom Gegner-Spawn. Also ich weiß nicht, was die gemacht haben, aber es war nicht clever. Ich kriege den Call, da kommt was zu B rein. Es sind sogar 2. Ich habe den rechten noch nicht wirklich realisiert, weil ich target-fixated bin. Der wird rausgenommen. Sehe jetzt den 2. und stehe halt genau richtig. Ich meine, der schießt nicht zurück. Jetzt muss ich nur noch den Fahrer rausnehmen. Und kann jetzt B gemütlich einnehmen. Wir sind bei 5 Kills. Und jetzt kommt nur noch... Also ich mache das hier nicht gut, ne? Ihr merkt das. Es war alles, was ich getan habe, war bisher so bescheiden. Aber ich habe eine Menge Glück. Holz hat das Problem, er steht da vorne vor einem MBT, also drücke ich noch kurz den Cap durch und gebe Vollgas. Ich muss ihn nämlich da raushauen. Ne? Ja, er kann sich zurückhalten, er gibt den Mapping, alles wie man es macht. Ja? Reden, 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 reden. Ne, nicht das Panzerfahren vergessen, aber reden, 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 hilft immer. So, Vollgas, der Leo ist zum Glück stabilisiert. Mein Plan ist, ich holz um die Ecke und gebe ihm direkt eine mit. Das Holz jetzt erledigt. Ich möchte nämlich nicht mein Teammitglied verlieren. Die Artillerie hat ihn optisch abgelenkt und meine Kanone beendet ihn. Gut, zurück zum Schlachtfeld. Bei B ist nämlich unser Teammitglied geplatzt und ich möchte nicht Punkt B verlieren. In diesem Zustand ist jeder tot. Ja, Tickets verliert man, weil man die Punkte nicht hat, beziehungsweise weil der Gegner mehr Punkte hat. Und wenn Leute sterben und so wenig Tickets wie wir haben und so viele Tickets wie der Gegner hat, müssen wir alle Punkte halten und dabei relativ wenig eigene Panzer verlieren. Das ist eine tolle Kombination, strategisch gesehen. Also halte ich B einfach safe, indem ich hier ein bisschen abwarte. Aber direkte, imminente Bedrohung von B scheint nicht stattzufinden. Holz sie, holz durch. Anti-Air for the win. Ja, wenn man die gute Pen hat und weiß, wo man hinschießen muss, dann weiß man... Moment, was ist das? Ja. Guten Tag, die Vereinigung der Augen-Offen-Halten-Fraktion bittet um mehr neue Mitglieder, denn der hat auf jeden Fall noch keinen Mitgliederschein. Wenn er hätte Holzi rausnehmen können, der hätte mich rausnehmen können, das wäre... Hui! Wenn man Glück hat... Es gibt ja Leute, die sagen, wenn Glück zur Gewohnheit wird, nimmt man das können. Da aimt was ab, ich hab's markiert. Holzi kann sich's gleich von hinten holen. Spielt zusammen, spielt effektiv. Er kommt vor, glaubt nicht mehr, dass ich da bin. Ich nehme ihn raus. Hätte auch anders laufen können, aber ich sag nicht nein dazu. So, jetzt sehen wir, dass da rechts der Ping von einem Light Tank ist und links auch noch ein Gegner. Der Gegner links hat Holzi, den Gegner rechts, den hole ich mir jetzt. Er hat zwar gewartet, aber zu lange gezögert. Voll stabilisierte Rohre machen halt einfach einen Unterschied. Und jetzt machen wir hier einen extremen Fehler. Wir haben Punkt A verloren, müssten da eigentlich ran. Aber Holzi ist am Spawn und guess what, der Typ hat Spawnschutz. Da kann ich auch nicht wirklich bei helfen.
Ich ziehe ihm nur die Kette raus, er mir den Motor. Das ist natürlich jetzt super bescheiden. Der Tam hat's aber geregelt. Jetzt kommt aber Anti-Air. Ach, meine Fresse. Ah, aber der sei Dank habe ich nachgeladen und der Geschützverschluss hat gehalten. Gegen allem anderen. Jetzt kann ich hier abaimend unterstützen. Und der Tam nimmt auch den noch raus. Well, nicely done bei der Tam. Und ich habe noch einen einzigen Schuss im Rohr. Jetzt kommen wieder die Leute mit. Ja, du nimmst ja nur 15 Schuss mit. Ja, I play it safe. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich 7 Kills mit einem Leo mache, die sind halt auch einfach klein. Aber hat halt hier funktioniert. Glück muss man haben. Rechts habt ihr anderes Gameplay mit dem Leo, links habt ihr Geil zum Leo 1. Man schießt sich. Peregrin Ende.